Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro. Klar, mit meiner Stimme heute, habt ein bisschen Nachsicht. Ich bin krank, kurz vor Weihnachten, was? Wie soll das auch anders sein? Kinder kommen aus der Schule heim und Papa ist krank. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Linux läuft wieder, meine 2.9 läuft auch wieder und somit können wir auch wieder ein bisschen anfangen. So, und zwar wollen wir heute sowas in dieser Art hier kreieren. Die Ausgangsbilder, einmal die alte Frau, einmal eine junge Frau und einmal eine Silhouette von einer Grafik. Ich habe alles runtergeladen von Pixabay.com. So, da könnt ihr euch dann ein bisschen drin austoben. Als erstes nehmen wir hier mal unsere Frau. Also so soll das mal aussehen. Okay, wir nehmen hier unsere alte Frau und wir ziehen unsere junge Frau hier rüber. Was sehen wir? Es ist natürlich falsche Position und noch viel zu klein. Ich arbeite jetzt mit den Originalwerkzeugen, wie auch mit der 2.8 nachher zu machen ist. Und deswegen, wir drehen einmal das Bild und jetzt vergrößern wir einmal das Bild. Ja, gucken wir mal ungefähr, dass es einigermaßen von den Proportionen hinhaut. So, dazu gehe ich jetzt hier oben auf die Deckkraft und verringere mal die Deckkraft, um zu sehen, passt alles nicht. So, ich sehe hier jetzt noch die Augen. So, dann ziehen wir das hier mal runter. Okay, müssen wir noch mal ein bisschen drehen. Ja, dass die Augen und die Nase ungefähr stimmt. So. Die Nase stimmt noch nicht. Insgesamt ist das Gesicht noch viel zu klein. Also müssen wir hier noch einmal skalieren. Und müssen das auch noch ein bisschen länger ziehen. So, das ist so ein bisschen Gefühlssache, wie er das alles macht. Jetzt schauen wir mal. Passt es nicht? Okay, Augen stimmen. Kinn stimmt noch nicht ganz, also drehen wir noch mal ein bisschen. So. Braucht jetzt. Okay, müsste man noch mal ein bisschen drehen. Ich passe jetzt hier an den Augen erstmal an. Okay, Augen stimmen soweit. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen das Gesicht länger ziehen. Dazu gehen wir nochmal auf unser Skalieren-Werkzeug und ziehen unser Gesicht nochmal ein bisschen länger. Skalieren das. So, und somit kommt es schon in ungefähr so hin, wie ich das haben möchte. Hier die Augen. Okay, der Mund. Die Nase müsste man noch mal ein bisschen. So, also Nase angepasst. Noch mal ein bisschen größer machen. So, jetzt müsste es stimmen. Ich arbeite gern mit Kompositionen, was viele andere zwar sagen, es ist angeblich nicht so wichtig, aber ich sehe in Kompositionen und in Bildbearbeitung eigentlich das Wichtigste überhaupt. Weil mit Filter arbeiten kann mehr oder weniger jeder. Wichtig ist mir aber, dass man auch die Kompositionen so ansetzen kann, dass man danach ein gutes Ergebnis hat. So, hier oben stimmt's, hier stimmt's, gut. Jetzt können wir hier mal wieder ein bisschen. Okay. So, nun nehmen wir als nächstes die Silhouette oder ich sage jetzt mal dieses Bild, ziehen dieses hier rüber, setzen es mal drauf. Jetzt positionieren wir ungefähr diesen Ausschnitt, wie wir ihn haben möchten. Ich möchte ihn andersrum haben. Warum? Weil ich nehme hier diese Silhouette. Mache sie mir noch mal ein bisschen sogar kleiner, weil ich möchte die komplette Form hier
ausgeschnitten nachher von dem jungen Model haben. So, und dann machen wir das jetzt so. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt durch das, dass ich das jetzt so gesetzt habe, habe ich den Mund und den Nasenbereich komplett abgedeckt. So, wir gehen auf die obere Ebene, rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha. Wir blenden die obere aus, gehen auf die mittlere Ebene. Ihr seht, die Auswahl von der Silhouette ist jetzt noch da. Ich betätige es mit STRG C, STRG V. Es hat sich eine neue schwebende Ebene eingeführt. Und ich mache hier mit diesem neue Ebene erstellen. Und somit hat sich das automatisch gleich als neue Ebene eingebaut. Ihr seht? Soweit, so gut. Jetzt haben wir natürlich noch einen Punkt. Ich möchte hier noch einen Rand außenrum dazu haben. Dazu nehme ich jetzt diese neue eingefügte Ebene. Rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha-Kanal. Dann gehe ich auf Auswahl, Rand und ich habe mir hier einen Rand von 5 eingegeben. Bestätige es mit OK. Vergrößere mir das. Ich sehe, hier ist der Rand. Gehe auf meine weiße Farbe und ziehe mir das in den Rand rein. Und schon habe ich einen weißen Rand um diese Silhouette. Auswahl, nichts. So, was könnten wir jetzt als nächstes machen? Als nächstes, die Silhouette brauchen wir nicht mehr. Nein, die Frau können wir jetzt vielleicht so lassen. Okay, vielleicht brauchen wir danach noch was. Können wir noch was machen? Als nächstes möchte ich mir einen besseren Ausschnitt verschaffen von diesem Bild. Also gehe ich jetzt hier hin. Nein, erstmal machen wir hier. Ober, gehen wir auf Farben. Wir gehen auf Sättigung und ziehen die Sättigung ganz zu normalerweise. So, ziehen die Sättigung ganz zurück und bestätigen mit auf OK. Dann gehen wir auf nochmal auf Farben. Wir bleiben auf dieser Ebene. Gehen auf Werte, ziehen den absoluten Schwarzpunkt hier ungefähr auf den Anfang und den Weißpunkt nach eurem Ermessen könnt ihr noch mal ein bisschen verschieben, müsst ihr aber nicht. Wir gehen auf OK. Ihr seht, es passt schon soweit ganz gut. Was machen wir als nächstes? Entschuldigung, wir können jetzt das so lassen und eine Farbebene drüber legen. Wir können aber jetzt auch erstmal hier zurechtschneiden. Dazu gehe ich rechte Maustaste, neu aus Sichtbarem. Und jetzt schneiden wir uns. Wir könnten jetzt einen Ausschnitt direkt machen. STRGZ. Oder wir könnten hier oben alles andere erstmal entfernen. Dazu gehe ich jetzt auf meine alte Frau-Ebene, nehme den Radiergummi, stelle mir den auf groß, radiere mir hier, hoppla, muss weg, Alpha-Kanal hinzufügen, radiere mir hier erstmal alles weg. Das, was ich nicht mehr haben möchte. Das hier unten können wir noch als kleines etwas stehen lassen. Ja. Und nun gehe ich hin, schneide mir mein Objekt so hin, wie ich das möchte. Und zwar gehe ich jetzt hier in den obersten Rand der Silhouette. Bestätige mit OK. Somit haben wir die ganze Sache schon soweit erledigt. Nun können wir neue Ebene hinzufügen. OK. Setzen diese nach oben. Machen einen Farbverlauf noch dazu. Dazu gehen wir hierher. Farbverlauf. Nehme ich diesen Abstrakt. Und ziehe mir hier bisschen rein, bestätige mit auf OK, gehe auf diese Farbebene und auf Überlagern. Ihr seht, Effekt ist dabei rausgekommen. Nun rechte Maustaste, neuer Sichtbarem,
Jimmick, Jimmick, Freaky Detail. Auf OK. Und nun können wir noch eine Ebene mit Grau hinten dran legen oder mit Weiß. Und hier machen wir auch nochmal einen Farbverlauf hin. Dazu nehmen wir das hier. Können wir das hier nehmen? Und schon haben wir ein neues Bild kreiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Probiert es noch ein bisschen weiter aus. Bis dahin. Tschüssi, bye bye, euer Rolf.